Hallo, und hier bin ich wieder. Jetzt werden wir einfach einmal so noch Lust und Laune Fotos bearbeiten. Wir haben ja noch einiges offen. Möchte einmal so ein bisschen drüber arbeiten. Ja, wir haben unser Rauchshooting gehabt, vor 2 Wochen, ja. Sind sehr coole Bilder geworden, und jetzt schauen wir mal, was können wir vielleicht da noch draus machen, wo können wir da noch ein bisschen korrigieren, verbessern, Ideen umsetzen. Ja. Das wäre jetzt einfach einmal das Ziel von diesem Tutorial. Also einfach einmal mitschauen. Ich nehme jetzt die CC-Suite her. Ja, ihr müsst das nicht unbedingt nachmachen. Die Leute, die die Fotos gemacht haben, also die Gruppe, die hat die Fotos. Wer es will, kann sich gerne bei mir melden und schicke ein paar durch. Ja, legen wir gleich los. Wir haben da die Ella. Super cooles Bild. Als erstes schaue ich immer mal rein ins Bild. Ist es halbwegs scharf worden? Habe ich da Unschärfe drin? Sind die Farben korrekt? Soweit schaut es gut aus. Was mich vielleicht einmal stört, ist da dieser Berg. Na, also das ist jetzt nach Lust und Laune, wie man es jetzt bearbeiten will. Es gibt eine super coole Funktion, wie man eben aus so einem Hintergrund diesen Hintergrund da wegbringt. Ich zeige euch jetzt mal zwei Methoden. Eine funktioniert dann auch in der CS2 Suite. So, für die CC-User, ich mache mal zuerst mit Steuerung J eine Kopie von meinem Bild, gehe auf Bearbeiten und gehe mal auf Fläche füllen. Da brauche ich mal jetzt erst eine Auswahl, diesen Berg möchte weg haben. Ist ein automatisiertes Tool, kann funktionieren, muss aber nicht. Entweder gleich inhaltsbasierte Füllung oder Fläche füllen. Automatisch. Schaut schon ganz gut aus. Also er hat mir da jetzt einfach da diesen Hintergrund dann da eingefügt. Funktioniert wunderbar. Hier auf OK. Und unser Berg ist schon weg. Schaut doch cool aus. Als nächstes vielleicht eben den Rauch da noch ein bisschen stärker machen. Dazu kann ich Dodge-and-Burn-Verfahren anwenden. Das heißt, ich verwende eben den Nachbelichter. Der macht mir ja, wenn ich will, Tiefe oder Mitteltöne heller. Ah, dunkler. So. Und dann gehe ich da mal drüber. Muss gar nicht viel sein, einfach so, damit man den Rauch da einfach ein bisschen besser noch sieht. Da ein bisschen mehr Struktur drinnen ist. Dann kann ich vielleicht da auch noch ein bisschen die Dynamik erhöhen. Vielleicht in den Haaren, indem ich einfach helle Bereiche heller mache. Verwende den Abwedler. Vielleicht eben da auch. Mal drüber. Und ganz zum Schluss könnte ich mir nur überlegen, okay, will ich da noch ein bisschen mehr Schärfe drinnen haben in dem ganzen Bild. Dafür nehme ich jetzt einfach auch jetzt das ganze Bild, nehme dir mal diese zwei Ebenen, tue es einmal zu einer Ebene zusammen reduzieren und mache eine Kopie davon und mache einmal mit Filter einen Scharfzeichnungsfilter drüber. Ich verwende gern den selektiven Scharfzeichner. Gehe da ein bisschen in die Haare rein, schauen wir mal vom Radius, wenn die dünner werden. Die Haare da richtig schön scharf kriegen. Rauschen dann ein bisschen raus. Okay. Schauen wir mal rein, den Unterschied. Hat sich schon was getan, ja? Gut. So würde ich sagen. Schaut das Bild schon mal ganz gut aus, und wir haben jetzt da mal diese Fläche gefüllt. Jetzt zeige ich euch, wie das eventuell eben auch mit der CC-Suite funktioniert, CS2-Suite funktioniert. Ich mache mal gleich wieder Kopie. Und da könnt ihr mal jetzt mit dem Kopierstempel arbeiten. Ist ein bisschen aufwendiger, funktioniert daher, funktioniert aber auch dann mit Sicherheit. Ich nehme eben den Kopierstempel mit einem sehr, sehr weichen Pinsel. Dann kopiere ich mal mit der Alt-Taste da einen Bereich.
kleiner. Mal. Nehmen wir dann Bereich und kopieren rüber. Genauso da und wieder rüber kopiert. Kopieren. Wieder mit der Alt-Taste den Bereich selektieren. Ihr seht schon, das ist dann da nicht so ganz einfach, dass ich da immer wieder so einen Bereich selektiere. Könnte natürlich von da oben was runter kopieren, aber so kriege ich eben auch da diese Wolken nochmal schön mit rein. Ist ein bisschen aufwendiger, aber funktioniert genauso. Und schon komme ich wieder auf mein Ergebnis. Ich habe da diesen Berg entfernt. Ja, wenn wir noch ein paar so von diesen Bildern machen, denken wir mal, wie gesagt, da braucht es nicht mehr. Ein richtig cooles Bild waren und dann schauen wir sich dann die nächsten Sachen an. Bis zum nächsten Mal.